volle Kraft voraus mit 56.000 PS und 30 Knoten Fahrt unterwegs zum nächsten Auftrag. Die Feuerkraft einer Fregatte durch Bordgeschütz und Flugkörper ist beeindruckend. Aber nur im Zusammenspiel mit Schnelligkeit und hoher Beweglichkeit kann dies in Gänze ausgenutzt werden. Um dies zu ermöglichen, arbeiten viele Soldaten im Verborgenen. Und das bei jedem Wetter. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Der Leitstand der Fregatte Schleswig-Holstein. Tief im Innern des Schiffes sind wir zu Besuch bei den Heizern. Sie sind die Herrscher über die Schiffstechnik und für diese verantwortlich. Für Laien undurchschaubar. Über die einzelnen Schaltpulte wird das Schiff bedient und überwacht. Wir haben hier an Bord 4 E-Diesel. Insgesamt könnten wir 3 Megawatt Leistung produzieren. Im Moment sind wir, weil wir auf See sind, mit 2 E-Dieseln auf Netz. Das heißt, wir haben im Moment 1500 kW zur Verfügung. Dieser graue Bereich, das ist das Antriebspult. Wir haben hier an Bord 2 Gasturbinen, die LM2500. Die ist hier abgebildet und dort weiter rechts auch oben abgebildet. Des Weiteren haben wir auch 2 Animods, die dann alle über ein Getriebe auf die Welle gehen und dann den Propeller antreiben. Das rote Pult ist das sogenannte Schiffsbetriebstechnikpult, kurz gesagt auch Hausmeisterpult genannt. Hier wird das ganze Feuerlöschsystem überwacht. Des Weiteren laufen hierüber die ganzen lüftungstechnischen Anlagen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es ist laut, Temperaturen von über 60 Grad, keine Seltenheit. Wir begleiten einen der E-Meister auf seinem Kontrollgang durch das Schiff. Das ist Backbordwelle, auf der anderen Seite die Steuerbordwelle. Und hier in Abteilung 4 verlässt die Welle auch das Innenschiff und geht nach Außenbords. Des Weiteren haben wir hier die Propellerversteuereinrichtung. Über die Propellerversteuereinrichtung werden von unserem Propeller die Flügel gedreht. Je nachdem, was von der Brücke her gefordert ist, ob wir nach vorne, schnell nach vorne fahren, langsam nach vorne oder ob wir rückwärts fahren. Unsere Toiletten funktionieren nicht wie zu Hause mit normalem Frischwasser, wo quasi die Fäkalien weggespült werden. Unsere Fäkalien werden aus der Toilette abgesaugt. Und quasi so wie im Flugzeug kann man sich das vorstellen. Die Fäkalien, die landen hier in unserem sogenannten Bilgenschwein. Das ist quasi der erste Anlaufpunkt für die Fäkalien. Von hier aus diesem Bilgenschwein wandert es rüber in die AWA, unsere Abwasseraufbereitungsanlage, was man sich vorstellen kann wie ein kleines Klärwerk. So, wir befinden uns jetzt gerade im E-Schalttafelraum 5. Unter uns befindet sich das E-Werk 5. Dort befinden sich 2 E-Diesel-Motor, die erzeugen quasi hier am Schiff unseren Strom. Hier im Schalttafelraum 5. Ist quasi ein ganz großer Verteiler. Von hier aus wird der Strom quasi im kompletten Schiff verteilt. Muss man sich wie so eine Pyramide vorstellen. Der E-Diesel ist ganz oben die Spitze und dann fächert das immer weiter auseinander. So können wir quasi jederzeit gewährleisten, wenn irgendwo ein Kabelbruch ist, dass nicht das ganze Schiff ausfällt. Neben den 2 gewöhnlichen Andi-Mods, den Antriebsdieselmotoren mit je 4200 Kilowatt, hat das Schiff noch etwas ganz Besonderes zu bieten. Hier befinden wir uns jetzt im Gasturbinenraum, wo wir 2 Gasturbinen haben. Beide Gasturbinen haben ungefähr eine Leistung von 56.000 PS. Die benutzen wir dann immer, wenn wir quasi in das Schiff schnell unterwegs sein soll. Das spricht mit schnell 30 Knoten ungefähr. 31 bergab und mit Rückenwind, wie man als Autofahrer sagen würde. Diese Gasturbinen, muss man sich so vorstellen, ist wie eine Gasturbine im Flugzeug verbaut. Nur beim Flugzeug wird dieser Nuxstrahl hinten ausgenutzt, um das Flugzeug voranzutreiben. Hier an Bord haben wir hinten noch eine sogenannte Nutzleistungsturbine angetrieben. Muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn man ein Pusterad hat, wenn man gegenpustet, das Rad dreht sich. Das passiert hier in einer ganz anderen Dimension, viel größer, viel schneller. Man kann diese 2 Gasturbinen vor Ort fahren. Das heißt, man hat 2 Hebel in der Hand und das ist einfach nur Power, die man in der Hand hat. Beeindruckt und wieder froh, an Deck zu sein, beenden wir unseren kurzen Rundgang durch die Schleswig-Holstein.